mit der Musik. Also mal gucken, ich denke für ETS 2 dann ein bisschen. Aber sonst wahrscheinlich eher weniger. Ich hatte doch schon wieder keinen Zaun in ETS, oder? Kommt mir so vor. So, da vorne ist die nächste Tankstelle. Da gehe ich schlafen. Und wir sind jetzt gleich in der Schweiz. Also wir sind jetzt, glaube ich, schon in der Schweiz. Das muss man nicht verstehen, oder? Nein. Was denn? Was denn? Sobald ich von der Kupplung runtergehe im Bus, geht er aus. Allerdings habe ich keinen Gang drin. Hm, ist ein Bus. Vielleicht ist es da irgendwie an. Oh, Regen. Vielleicht ist es da irgendwie anders, was weiß ich. So, Licht ist an. Gut, dann kann ich gleich weiterfahren. Es ist wieder ausgegangen. Sicher, dass es nicht einfach dran liegt, dass du nicht einfach dran liegt, dass du den Motor abwirkst? Nein! Ich glaube, ich habe den Getriebefix nicht installiert, deswegen geht's nicht. Unbedingt was daran ändern, damit ich meinen Kopf noch so langsam drehen kann. Die Gefahr, dass ich jetzt umverbaue, war schon ein bisschen sehr hoch. Hast du nicht vor, in der näheren Zukunft wieder YouTube-Videos zu machen, Niklas? Ja. Welche? Vielleicht ja um sie, keine Ahnung. Wenn du den Motor nicht mehr die ganze Zeit abwirkst. Ja. Jo. Wie viele Parts hat eigentlich dein längstes Projekt? 45. Läuft. Da bin ich auch ganz knapp dran mit Life a Dream. Da habe ich jetzt auch ja, irgendwas ich mit auch. 40. Okay. Da habe ich jetzt auch irgendwas mit 40. Ich bin mir eigentlich nicht mehr sicher, wo. Ich glaube, was weiß ich, 44, 45, 46 rum. Irgendwas um den Dreh. Also, im Vorsuch geladen. Hast du gerade Zeit, Niklas? Für was? Wir wollten ein Special machen. Und gucken, was das letzte Video ist. Das letzte ist der letzte SMP-Part. Welche Nummer das ist? Kann ich dann gleich machen. Okay. Oh, vor 13 Minuten ist Space Engineers rausgekommen. Krass. 50. Niklas, bist du noch da? Ja. Okay, hat sich gerade angehört, als wärst du weg. Bestimmt nicht. Doch, du warst gerade weg, weiter weg von deinem Mikro und man hat Hintergrundgeräusche gehört. Ja, das kann sein. Was meistens darauf hindeutet, dass du gleich weg bist. Beziehungsweise schon auf dem Weg nach weg bist. Aha. Mein Motor ist unglaublich gut, ich komme nicht über die 37 km/h raus, obwohl die Strecke so gerade ist. Oh, 40, was da los, Mann? Ja, denke ich, werden wir jetzt auch gleich einen neuen Motor kaufen, weil es durch den, durch das hier machen, noch fertig fahren. Der Tank reicht auf jeden Fall noch, das sind ja nur noch, in Anführungszeichen, 594 Kilometer. Tank dürfte das auch auf jeden Fall noch aushalten. Werde ich mir dann schnell mal einen neuen Motor kaufen. Oder allgemein den LKW ein bisschen auffrusten. Ah, oh, würde ich dir auch mal empfehlen. Weil zur Zeit ist der ja noch ziemlich scheiße. Ist ja der billigste M1 für die, die das, ich sag mal Staffel 1 von Euro. Ich würde mir Volvo kaufen. Haben. Warum? Weil die gut sind, weil die abziehen wie sonst noch was. Ja, mal gucken. Kann ich ja auch alles ausprobieren, wenn ich mal ein bisschen Geld habe. Ich muss sagen, die Straßen in der Schweiz sind echt scheiße. Ich muss sagen, dass du recht hast. Wo fährst du eigentlich? Warte, Neil up. Ich brauch Neil down.
Ich fahre gerade auf einer fiktiven Map. Die sich nennt? Baumgarten. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Geht das Das in ist auch echt? fiktiv. Nein. Du weißt, dass die Frage nicht ernst gemeint war. Haha. Bei dir wundere ich mich über gar nichts. Darauf sage ich jetzt einfach gar nichts, sonst bist du wieder sauer auf mich. Okay. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn euch das gefällt, damit ich Niklas zurzeit in ein paar Projekten dabei habe. Ja, wenn ihr keinen Bock auf ihn habt, dann sagt's mir Bescheid, dann hau ich ihn raus, ja. Ich komme ja nicht aber ich so denke, das ist weh, ganz gut, du. weil. Um ein bisschen frischen Schwung in meine Let's Plays zu bringen. Oho. Die sind ja schon so. Sieht man mal Namen, weißt du, dass ich frisch bin? Ja, in Niklas ist echt frisch drin. Ich weiß, dass du deinen YouTube-Namen meinst. Ja. Weil. Zu zweit kann man einfach besser reden. Ne? Jep. Außer man findet kein Gesprächsthema. Ich bin auch Wirst gerade du eigentlich den konzentriert. American Truck Simulator holen? Eftel, ich weiß noch nicht. Hab mir noch nicht genau Ich bin mir angeguckt. unsicher. Ja, es gibt ein Starter-Pack. Ich bin mir gerade nicht sicher, welcher Start. Also es ist einfach ein Start aus Amerika und du kannst ja dann die anderen Staaten dazu kaufen. Finde ich eigentlich schlecht, damit Eurotag jetzt in so eine Richtung geht, damit man sich alles extra kaufen muss. Ja, finde ich ehrlich gesagt auch Also Kacke. ich meine, das fand ich früher noch toll beim ersten Eurotag so, da hast du irgendwie 10, 20 Euro ausgegeben und hattest alles. Ne? Ja. Und naja, jetzt ist das halt eher so, dass man sich halt alles kaufen muss. Das finde ich eigentlich schade, in die Richtung, dass sich entwickelt, aber da entwickelt sich ja eigentlich immer in die ganze Spielebranche hin. Ja, Beethoven halt, so in der Art. Na ja, Pay to have Spaß, weil man ist immer mal froh, neue Routen und neue Städte zu haben, ne? Ja. Das ist eher diese DLC-Politik, nicht Pay to Win. Damit jetzt überall DLCs gibt. Ich meine ganz ehrlich, für welches Spiel gibt es keine DLCs? Ich frage mich gerade, für Ja. Minecraft welche rauskommen. Bestimmt. Ja, Mann, ich schwöre. Irgendwie so, jetzt das neue Zauber-DLC. Du kannst 10 neue Zaubersprüche für jedes Werkzeug haben. Wart ab, bis irgendeine große Firma Minecraft übernimmt. Falls das passieren sollte. Weiß ich nicht. Boah, jetzt müsste ich hier eine Viertelstunde warten, da habe ich immer gar keinen Bock Dann drauf. warte doch. Ich stelle euch die Zeit vor. Dann stell die Zeit vor. Um halb die Linie 19, So, so. 500 Kilometer noch. 520. Sind circa 8 Stunden Fahrt. Das dürfte auch mit der Langzeit hinkommen. Genau, 8 Stunden 50 Minuten kann ich noch fahren. 8 Stunden 20 Minuten brauche ich, bis ich da bin. Deine Mutter ist wieder da. Ich musste niesen. Deine Mutter ist wieder zu Hause. Nein. Wann kommt sie wieder? Heute Nacht um 2 bis 3. Bäh. Ich bin wieder da. Hallo. Ich glaube, ich bin gleich wieder weg. Oh.